Das Regio TV Plus ist jetzt bei der GGG, bei der Stadtbibliothek. Bei mir ist der Direktor, der Klaus Egli. Klaus, die haben eine Pressemitteilung rausgelassen, die doch ein bisschen beschreibt. Veränderungen gehen auch auf dem Büchersektor während Corona einher. Ja, das ist so. Natürlich, die analogen Medien, also die Bücher, die man anlängen kann, die werden immer noch heftig und vermehrt ausgelehnt. Es ist nicht so, wie es immer heisst, das Buch ist tot, weil es jetzt E-Books gibt. Das ist nicht so. Analog und digital, das sind eben keine Widersprüche, sondern die ergänzen sich. Also wir haben steigende Ausleihen bei den analogen Medien und wir haben steigende Ausleihen bei den digitalen Medien. Dort haben wir sogar einen richtigen Boom. Das ist natürlich auch so, weil wir auch immer wieder mehr Angebote dazu tun und dann wird das genutzt und darum haben wir auch mehr Ausleihen. Da haben aber auch gewisse Frequenzen festgestellt, wie auf Dezember an, wo plötzlich das Buch wieder mehr im Vordergrund gestanden ist. Es ist recht Post abgegangen bei euch. Habt ihr das Gefühl, dass Corona jetzt auch wieder ein bisschen sich ein Umdenken bewegt bei den Leuten, wo man sagt, ich kann nicht nur Fernsehen schauen, ich kann nicht nur spielen daheim, ich lese mal wieder? Also im Dezember ist Post ab, weil die Leute das Gefühl gehört haben, wir machen zu. Und wir ihnen geschrieben haben, ab Dienstag ist zu und dann ist am Samstag und am Montag unglaublich Post abgegangen. Also wir haben im ganzen Netz an einem Tag 20'000 Ausleihen gemacht. Das ist gewaltig, das hat es so noch nie gegeben. Und wir haben ja auch doppelte Ausleihen, also die Leute dürfen 20 Sachen mit heimnehmen. Und wir haben ja auch ein Abo, speziell ein Gönner-Abo, wo man kann eine sogenannte Goldcard, wo man unbeschränkt ausleihen kann. Und ich habe jetzt gerade gestern gehört, dass ein Kunde 200 Meter daheim hat. Das darf er, das hat für das. Aber man muss wissen, da gelten natürlich auch die Leihfristen. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das daheim würde, müsste verwalten. Aber es ist möglich. Und 200 Medien, es gibt also Leute, die so viel, da braucht man ja gerade mal zwei Gestelle, oder? Eine eigene Bibliothek. Also hat jemand die Bibliothek mit heimgenommen und sich selber eine aufgebaut. Dann habe ich auch mitgekriegt, ist jetzt doch ein bisschen anders. Vorher war das Center, aber die haben ja auch noch eine Dependance. Das ist überall jetzt ein bisschen grösseres Bedürfnis. Ja, das ist so. Also da sind wir im Schmiedehof und dann haben wir ja noch 9 Filialen. Und Corona zeigt interessante Entwicklungen. Die Leute sind daheim, sind im Homeoffice, die Läden haben zu. Das ist klar, das profitieren jetzt die Filialen mehr davon. Man tut im näheren Umfeld, geht man in die Bibliothek und kommt nicht in die Stadt. Das ist eigentlich lange Jahre immer so gesehen, dass also der Schmiedehof nie weniger Medien ausgelehnt hat. Und das ist das, also das letzte Jahr das erste Mal gesehen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass allein 18'000 Ausleihen von Reiseführern sind weggefallen. Das ist logisch. Man hat letztes Jahr kaum reisen können, dann braucht man keine Reiseführer ausleihen.